Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um der Spieler, sieht man jetzt hier nicht drauf, ist aber der Spieler, hier draußen steht's, von Fjodor Dostojewski. Das dritte Buch, das ich von dem Autoren gelesen habe. Und in diesem Buch gibt es in meiner Ausgabe noch mehr kurze Erzählungen oder so ähnlich. Es steht hier vorne drin. Wo steht es denn? Hier vorne steht drin kleine Romane und Erzählungen. Und ich habe aber nur der Spieler gelesen bisher. Die Gründe sage ich dann nachher noch. Ich habe das Buch bei uns aus dem Antiquariat, so ein ganz kleiner Laden, der auch noch gar nicht so lange da ist, wo ich dann auch die Speed Queen her hatte und noch ein paar andere Sachen. Onkelchens Traum von Dostojewski war auch aus diesem Antiquariat. Und ja, ich habe es mitgenommen, weil ich im Vorwort oder im Nachwort von Schuld und Sühne davon gelesen hatte, dass der Herr Dostojewski damals erst dieses Buch hier geschrieben hat, weil es mit der Arbeit an Schuld und Sühne nicht schnell genug voranging. Und der Verlag irgendwie ja was veröffentlichen wollte, deswegen hat er dann der Spieler eingeschoben, irgendwie, ich habe keine Ahnung. Und ja, hat das dann erstmal geschrieben, das wurde dann veröffentlicht und er konnte sich dann wieder Zeit lassen für Schuld und Sühne. Ich wollte es sehr gerne lesen, weil ich gedacht habe, dass vielleicht ein bisschen von der Stimmung aus Schuld und Sühne auch auf dieses Buch abgefärbt ist, wenn er es so in derselben Zeit geschrieben hat, hätte er sein können. Und ja, also in der Spieler geht es um Alexei Iwanowitsch, den Hauslehrer der Unsrigen, wie hier drinne steht. Er befindet sich gerade mit den Unsrigen auf so einer Art Urlaubsreise in Rolettenburg. Ich glaube, es ist Deutschland. Ich habe es aber jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, die waren in Deutschland. Es waren sehr viele. Es war sehr Multikulti da drin. Also es war auf jeden Fall, ja. Er befindet sich dort zusammen mit diesen Leuten, zusammen mit dem General und der, was ist das, Nichte, glaube ich, Pauline mit ihren Kindern, deren Hauslehrer er ist. Also er unterrichtet scheinbar die Kinder. Aber es war auch in diesem Buch so, wie schon bei Schuld und Sühne mit, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, Sofia, glaube ich. Dass man ihn sozusagen nie dabei erwischt, wie er die Kinder tatsächlich unterrichtet. Es wird nur erwähnt, dass er der Hauslehrer ist, aber er übt die Tätigkeit während dieses Ausflugs auf jeden Fall nicht aus. Wir erleben ihn nicht in seiner Berufung. Das ist aber öfters so bei alten Büchern, habe ich so das Gefühl, dass einfach nur erwähnt wird, was derjenige gemacht hat, aber nicht, dass er das auch irgendwann mal macht, sondern einfach nur. Also er kam mir nicht vor wie der typische Hauslehrer, um ehrlich zu sein. Also er hat überhaupt nichts von einem Lehrer gehabt, dieser Alexei Iwanowitsch. Ja, es sind auch ein paar mehr Gestalten mit dort unterwegs, die er auch nicht wirklich so leiden kann. Es gibt noch einen Franzosen und eine Dame, in die der General irgendwie verliebt ist und die er versucht, zur Heirat zu überreden. Inwiefern die jetzt alle miteinander verwandt sind, habe ich nicht so richtig verstanden. Auf jeden Fall ist Alexei scheinbar chronisch pleite oder verdient nicht so viel als Lehrer oder ich habe keine Ahnung so richtig. Aber er hat irgendwie so eine Leidenschaft fürs Roulette-Spielen. Ist das Roulette? Das mit dem Drehenden, ich glaube schon. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Roulettenburg. Ist bestimmt eine Anspielung daran. Ne? Ja, habe ich vorher nicht so mitgekriegt, aber jetzt wird mir das so klar. Er hat eine Schwäche für das Glücksspiel und erzählt uns auch einiges darüber, wie das eigentlich funktioniert und was da so für Leute immer beim Glücksspiel rumhängen und ja, wie das da abläuft und wie oft man Glück hat, was das mit den Chancen auf sich hat. Und ja, er möchte dort einiges an Gewinn einfahren. Ist aber kein besonders erfahrener Spieler. Auf jeden Fall wird er dann gebeten von Pauline aus, dass er doch das Glück für sie versuchen soll. Sie gibt ihm Geld mit, dass er dann, ja, wenn möglich, in einen großen Gewinn verwandeln soll.
Wobei Alexei aber sofort sagt, wenn ich für jemand anderen spiele, dann funktioniert das nicht und es wird mit Sicherheit schief gehen. Das ist so das, worum es in dem Buch geht. Es geht da natürlich noch ein bisschen weiter, aber es war sehr merkwürdig. Es hat mich sehr stark an Onkelchens Traum erinnert. Aber ich fand Onkelchens Traum besser. Und das ist kein gutes Zeichen, weil Onkelchens Traum war auch schon sehr merkwürdig. Also ich konnte mit dem Spieler nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Also mir hat die Konstellation dort überhaupt nicht gefallen. Die Menschen waren mir alle sehr suspekt. Egal, wer da gerade da war. Ich kam mit niemandem wirklich gut klar. Wir waren alle irgendwie bescheuert. Und tja, das Buch es ist rund. Also die Handlung ist schon rund. Es fühlte sich rund an am Ende, was ja schon mal nicht schlecht ist, prinzipiell. Aber ich habe den Sinn des Buchs einfach nicht so richtig verstanden, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wieso Dostojewski dieses Buch geschrieben hat. Das ist mein Problem. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Also ich habe irgendwie eine Moral oder irgendwas. Ich habe nicht verstanden, warum er das geschrieben hat. Also scheinbar hat er es geschrieben, weil er nicht schnell genug fertig geworden ist mit was anderem. Aber also, ich fand es jetzt nicht besonders toll, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht sind die anderen Geschichten besser. Ich habe sie aber, wie gesagt, noch nicht gelesen, weil ich nach diesem Machtwerk erstmal keine Lust auf Dostojewski hatte. Es sind hier noch mehrere kleine Geschichten drin. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis, ich versuche es gerade zu finden. Es ist einmal erst der Spieler. Der Spieler geht bis Seite 187. Meine Fresse, ich habe so lange dafür gebraucht, ja, für 187 Seiten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann haben wir der ewige Gatte, ich habe es angefangen. Eine Seite und hab gemerkt, nee, das willst du jetzt nicht lesen. Das ist genau in demselben Stil und ich hatte da keine Lust drauf. Und ansonsten haben wir noch zwei fantastische Erzählungen, die ich mir vielleicht mal antun werde, aber dann natürlich nicht vorstellen. Einmal die Sanfte und einmal der Traum eines lächerlichen Menschen. Aber das klingt schon wieder so wie irgendwas, was ich gar nicht lesen möchte. Also ich habe keine Ahnung. Ich war mal der Meinung, Dostojewski ist was für mich. Jetzt bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Also Schuld und Sühne war sehr, sehr stark. Aber die anderen beiden Bücher waren jetzt nicht so der Mega-Bringer. Und deswegen weiß ich noch nicht so richtig. Ich glaube, ich werde mich vorher informieren, um was es in den Büchern, sollte ich jemals wieder welche von ihm in die Hand nehmen, worum es darin geht. Zumindest ansatzweise. Ich habe mich ja jetzt immer vorher nicht informiert, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Aber ich glaube, es war ein Fehler. Zumindest bei der Spieler. Und ja, also es war nicht so mega mäßig, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, oh Gott, es steht hier gar nicht drin. Ah ja, Moment, Moment, Moment. Es stand am Ende des Buchs, aus welchem Jahr es ist. Was habe ich gesagt? 187 Seiten. Der Spieler ist aus dem Jahre 1867. Also es ist schon relativ alt. Und ja, ich habe 50 Cent dafür bezahlt, weil das Antiquariat hat irgendwie nichts, was teurer ist als 50 Cent. Ich glaube, die kosten dort alle 50 Cent. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Mensch sich über Wasser hält. Ich weiß es nicht. Ansonsten, das GB vorn steht wahrscheinlich für Gutenberg. Es ist ein Buch der Büchergilde Gutenberg. Ist zumindest hier auch so ein Dings hier drin, so ein Stempel. Und ja. Also der Einband gefällt mir sehr gut. Er ist sehr schlicht. Auch etwas abgegriffen, aber mir gefällt es hier hinten sehr gut. So. Der Rest, naja, hätte schöner sein können, aber da können wir jetzt nicht dran ändern. Tja. Es war leider nicht so mein Buch, muss ich sagen. Ich war froh, als ich fertig war und eigentlich wollte ich ja alles lesen, aber ich konnte dann einfach nicht mehr. Ich hatte sowas von überhaupt keine Lust mehr auf diese Menschen hier drin. Nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich Menschen erstmal gehasst. Das war ganz schlimm. Das war nicht besonders mega. Also, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie wieder was von Dostojewski lesen möchte. Ich denke, ich brauche erstmal eine Pause, wie gesagt. Und dann mal sehen, vielleicht finde ich noch was. Ich werde mich mal schlau machen, was er noch so geschrieben hat. Und ja, ob davon irgendwas in eine Richtung geht, die ich eventuell lesen möchte. So. Gut.
Würde ich sagen, machst du erstmal von meiner Seite. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.